Gib den, Digga! Gib den, Digga! Hä? Oh. Drop it. Wir erstatten jetzt Denboku Bericht, als der fünfte König besiegt wurde. Denboku. Boah, voll Dings Gänsehaut bekommen wegen Jellybean. Wir starten Denboku-Bericht. Alle Könige und Königinnen sind in Rage verfallen und du hast sie alle wieder beruhigt. Wir wissen zwar immer noch nicht, warum es zu diesen Vorfällen gekommen ist, aber jetzt ist die Sache wenigstens erstmal erledigt. Dein mysteriöses Auftauchen aus dem Riss im Raumzeitgefüge hat Hisui Frieden beschert. Morgen beginnt endlich wieder der normale Alltag. Ich küsse doch dein Herz, Denboku. Stecke dich in der heißen Kost und ruh dich aus. Bis die Galaktik-Expedition in Hisui unbeschwert leben kann, hat der Forschungstrupp noch eine Weile zu tun. Quest fertig. Ba-ba-ba. Ah, natürlich, Kartoffelmoschi darf nicht fehlen. Du kannst gleich noch ein paar Portionen Kartoffelmoschi zubereiten, Mubeshi. Der Ehremann, immer nach einer Expedition eines Königes gönnt er immer Essen. Durch das Besänftigen aller Königinnen und Könige konnten wir eine große Gefahr abwenden. Sieht so aus. Guck mal, ich habe jetzt alle Könige besänftigt. Ich weiß aber selber noch nicht, wo ich überhaupt herkomme. Ich weiß nur, dass ich aus dem Riss komme. Boom, auf einmal boom. Boom und Blackscreen. Tschüss, was ist passiert? Hauptmission, das Unheil. Oha. 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 Boom, Digga. Einfach boom. So große Schrift waren noch nicht einmal in der ganzen Mission. Komplett. Was passiert? Der Himmel ist rot, grün gefärbt, alles. Was ist hier denn los? Long Dong! Oh shit, irgendwas passiert hier ganz gewaltiges. Das Unheil, stimmt, Alter. Was mit dem Zeitriss, Digga. Ja, die Zeitriss wird die ganze Zeit angezeigt. Denboku guckt grimmig. Schwierig. Oh dir. Aus dem Riss im Raumzeitgefüge strömt eine unfassbare Energie und der Himmel hat sich rot gefärbt. Shit, Digga. Ich habe eine Nachricht vom Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Mit Anzug komme ich. Oh. Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus. Ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen. Nicht ganz, auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Longdong aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Axanto und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Jungen und dem Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Longdong? Tschüss. Soll ich antworten, das weiß ich nicht, oder Pokémon-Forscher? Ich bin Pokémon-Forscher, Mann. Ich bin Pokémon-Forscher. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königin zu tun haben. Wolltest du dir uns Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde?
Denbuku, er führt gar nichts im Stille. Wie kommst du nur darauf? Genau. Und glaubst du denn wirklich, dass Langdong überhaupt die Macht besitzt, solche schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er unschuldig ist? Immerhin kam er einfach so aus dem Riss im Raum Zeitgefühle gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass er uns die Wahrheit erzählt hat? Möglicherweise ist er gar nicht der, für den er sich ausgibt. Batterie ist leer. Tüfernemüf. Wie, Batterie ist leer? Hä? Kann doch jetzt nicht wahr sein. Digga, ich muss einen neuen Controller kurz holen. Ich hab noch einen irgendwo mit Kabel. Was für Controller alle, Digga? Wo bin ich jetzt? Wollen die mich hier verarschen, Digga? Direkt Controller mit Kabel geholt, hä? Weiter geht's. Finde das im Gegenüber ungerecht. Was soll Longdong denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Olla, ich wurde entlassen, Digga. Team Galaktik waren schon immer Hurensöhne. Danke. Und einfach aus dem Dorfverband gehen wir hier entlang. Digga, ich darf nicht mal. Oh mein Gott. Ich muss ja echt folgen. Ich werde verbannt. Aus meinem schönen Dorf, Digga. Deswegen habe ich einen Scheißdreck für das Dorf getan. Keine Nebenmission. Puh. Digga. Es tut gerade so weh, das glaubst du gar nicht, Digga. Mein Dorf sieht schon so schön aus. Ich kann es nicht glauben. Die auch, die ganzen Leute. Kein Wunder, er ist schließlich vom Himmel gefallen. Digga, du Fotze. Digga, ich bin mad. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass er in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Daher will ich ihn persönlich zur Graslandbasis eskortieren und seine Verbannung sicherstellen. Ich möchte ihn auch begleiten. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Graslandbasis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Oh man, man.
Digga, suche Toppin auf. Ab zu Toppin. Dude, was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss könnten bestimmt jedes einzelne Pokémon hier so in Rage versetzen. Der ganze Pell-Clan steht gerade Kopf. Scheiße, Digga. Suchen die gerade entschuldigen, bin ich das einfach heftig. Du willst, dass ich dir helfe? Suche Jona auf. Digga, wollen die mich verarschen, Digga? Keiner gönnt. Jona. Das will ich auch wissen, was hier vor sich geht, verstehst du? Digga, Diamantclan kann mir auch nicht helfen. Aber der Perlclan 100%. Glaubst du? Ja. Safe, die Chaya war ja noch auf diesem Berg und so voll am Start. Ey, ich glaube nicht. Ich glaube, Perlclan hat mir auch gerade davor abgesagt. Ja? Ja, ich glaube schon. Schein. Einfach Schein, Schein, Schein. Oh, guck mal. Ein süßes Schein. Schein, Schein. Scheinux. Scheinux ist der einzige Ehrenbruder gerade. Er liebt mich noch. Bruder, ich lieb dich auch. Kuss. Oder du machst einfach eigene Dingens. Volo, Digga, der Ehrenbratte. Ah, hallo, London. Verband, Alter. Ich habe dich schon überall gesucht. Fast dachte ich, ich hätte meinen liebsten Kunden verloren. Ich weiß über dich und deine unglückliche Situation Bescheid. Ein guter Händler ist immer auf dem neuesten Stand. Aha. Wie es aussieht, werden dir der Diamantclan und der Perlclan keine Zuflucht gewähren. In der Galakta-Expedition bist du natürlich erst recht nicht willkommen. Aber keine Sorge, es gibt Teile der Hisui-Region, die selbst diese Leute noch nie zu Gesicht bekommen haben. Oha, Digga. Ich weiß genau, wo du unterkommen kannst. Überlass das nur mir. Ich küsse doch dein Herz, Volo. Alles, was du im Shop hast, ich kaufe jetzt immer leer. Da wären wir. Nicht das Neueste vom Neuen, aber fürs Erste musst du dich damit begnügen. Digga, wo sind wir, Digga? So eine Oma, Digga. Mit schwarzem Mantel. Bruder, was ist das für eine geile Story gerade? Bist du wieder hier, um deine Pflichten zu vernachlässigen? Nicht einmal, wenn der Himmel sich rot färbt, lässt du von deinen Marotten ab. Guten Tag, Fräulein Chogita. Heute bin ich nicht hier, um etwas über die Mythen und Legenden Hisios zu lernen. Chogita genügt. Und wen hast du da mitgebracht? Niemand Geringes als den über den gerade alle reden.
Long Dong. War es der, die in Rage geratenen Könige und Königin besänftigt hat. Verlorener, Pflicht. Digga, Chucky da auf einmal so ein Dings. Der Riss im Raumzeitgefüge muss geschlossen werden, sonst geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht. Dieses Desaster zu verhindern, ist deine Aufgabe, Verlorener. Das wird ein längeres Gespräch. Warum kommst du nicht in mein bescheidenes Heim? Tüch, 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 Digga. Chogita, es heißt, der Riss im Raum Zeitgefüge verbinde unzählige Dimensionen miteinander. Sieh nur. Oh ja. Ja. Egal, ich bin gerade so uff. Ja, natürlich werde ich diese Aufgabe annehmen. Ah, das ist das Abra von Dings. Von meinem Chef. Telestis, Kommandantin des Forschungstrupps, stellt mir Abra zur Verfügung. Danke, du blöde Kachi. Brauche ich nicht, weil ich habe schon Simsala. Denkt sie, wer sie ist. Baby. Fürs Erste ist mir gelungen, meinen Clan zu beruhigen. Die Wächter behalten die Könige und Könige im Auge, doch sie scheinen nichts Ungewöhnliches festgestellt zu haben. Prost, Digga. Pell-Clan und Diamant-Clan, helf mir. Entscheide, wer dich begleiten soll. Diam vom Diamant-Clan oder Perla vom Pell-Clan? Perla gibt locker Loch. Ja, und ich bin Long Dong, ne? Ja, Perla muss ran, Alter. Natürlich entscheidest du dich für mich. Ja, ist doch klar. Immerhin habe ich dir die nötigen Materialien bereitgestellt, um Alexandor zu besänftigen. Und ich habe Alexandor in mein Team, also passt das. Natürlich will ich dich, du hast Loch. Oh mein Gott.
Ich glaube, du hast da was nicht ganz verstanden. Ich bin nicht übrig geblieben. Longdong hat mir einfach die schwierigste Aufgabe überlassen, weil er mir am meisten vertraut. Ich werde Expeditionsleiter Denboku im Auge behalten und euch Bescheid sagen, wenn sich ein Problem anbahnt. Ja, er macht den Spitzel. Die Prüfung am See der Wahrheit. Das sind doch Self, Vesprit, die drei ja, Legendären safe. Da. Sollte sein. Also macht am meisten Sinn, sagen wir mal so. Hier, ich habe hier eine schöne Herstellungsbank. Aber noch immer kein Hyperball, ne? Das ist heftig. Ja, Mann. So. Ich glaube, ich höre aber auf. Ich glaube, ich mache das morgen oder so. Ich glaube, ich mache die drei Sachen. Ja, wo befinde ich mich eigentlich gerade auf der Map? Hier. Uralte Siedlung. Guck, die drei großen Seen. Hundertprozentig ist hier dieser eine See. Da dieser eine See. Und da dieser eine See. Also weißes Frostland, Obsidian Grasland und rotes Sumpfland. Macht da meistens Sinn, weil hier sind so immer so Kreise, weißt du? Ja, ja, das sind die auch, weil rotes Sumpfland, der ist safe, der. Das weiß ich. So.